Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Parallel Worlds. Ich habe jetzt einfach meine letzten Save-State genommen. Und habe mir natürlich alles nochmal angeguckt und weiß, wo ich hin muss. Ich war schon kurz davor, aber ich habe dann aufgehört. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den umswitchen sollte. Mach ich mal nicht. Weil ich habe das Spiel gerade gestartet und höre übelst, dass es richtig nervig Stereo eigentlich ist. Aber ich lasse es mal so. Weil, wir wissen nicht. Hier links immer diesen Sound, rechts diesen Sound. Wenn ich das Schwert links auf der Hälfte mache, kommt links der Sound und rechts der Sound, das ist dann da und alles drum und dran. Fand ich jetzt nicht so gut. Dann wollte ich es deaktivieren, habe ich auch gemacht. Finde ich auch besser. Aber dann auf einmal fehlen Sounds. Also die Sounds verschwinden einfach nach einer Zeit und das ist nicht so gut irgendwie. So, hier muss ich nämlich jetzt nach oben. Jetzt werde ich es wahrscheinlich getroffen. Ne? Und ich weiß, dass ich manchmal so ein Zwischen ablasse. Also das ist übelst laut. Tut mir leid dafür. Aber ich kann nichts dafür tun. Hier war nämlich eine Tür. Bin da unten links gestorben. Hab's nicht gesehen. Hallo. Ab hier weiß ich gar nichts. Gut zu wissen. Warte, ich mach die mal kurz. Und tut mir leid, dass einmal eine ganze Weile keine Parts kamen. Ich habe die Zeiten total komisch eingestellt, auf den nächsten Monat schon. Ich mache ja immer geplante Videos, kann dann einstellen, wann die freigeschaltet werden. Ja, und da habe ich mich halt vertan im einen Monat, weil es Ende des Monats war. Hat mich verdrückt. Weil ich das immer erst so übelst spät erst mache und dann erst richtig einstelle erst. Ja, passiert. Einer davon kann ihn sicher verschieben. Tada. Hoffentlich ihn auch. Auf die Lade steht dann hier drin. Warum meine ich gleich so? Bin ich dumm. Der Teleporter bringt ihn wahrscheinlich irgendwann richtig weg. Hallo? Ah, bin ich hier drin, ne? Nee. Hallo, Schlüssel? Kriege ich dich mit dem Bumerang? Das wäre gut. Ah! Jetzt haben wir rechts noch eine Tür. Cool. Ah, das hätte ich ja nicht erwartet, dass es so leicht geht. Ich wusste ja eigentlich, dass das überhaupt mit zu welchem wichtigen Item zählt. Also kriege ich mit dem Bumerang wahrscheinlich auch den... Ah, das war ein Auge! Das war eine Tür. Also kann ich mit dem Bumerang wahrscheinlich auch Herzteile grabben. Shit. Kann mit Items gehen, also so seitlich gehen. Oh, das ist ja mein das Auge. Hier wahrscheinlich auch. Ich bin einfach in die Starre hinlaufen. Ist es wert? Ist es jetzt einfach mal wert, weil ich einfach keine Herzen hatte? Speichern und weiter. Weil eigentlich sollte der nicht spawnen. Jo. Hier muss ich einfach nur scheiße vorsichtig sein. Jetzt hätte ich noch einen Schlüssel, den ich halt noch nicht verwenden kann, weil ich keine anderen Türen bisher gesehen habe. Das interessiert mich ja nicht wirklich mal mit den Herzteilen, ob das funktionieren würde. Also wenn ich mal ein Herzteil rumliegen sehe, versuche ich das mal mit dem Bumerang zu holen. Wenn es nicht geht, jetzt nicht. Ist egal. Die werden unregelmäßiger. Ist ja kacke. Ich mach mal hier ein Safe Set hin. Einfach jetzt schon. Ah, links. So. Hat halt echt so einen Stachelfetisch hier. Ob soll ich mach erstmal alle eng. Ja. Ja. Eigentlich finde ich es ja nicht mal so schlimm, dass es hier keine Karte gibt. Man gewöhnt sich ja nie dran, ne? Das ist nur rechts der Sound. Das ist mir gerade erst richtig krass aufgefallen. Aber wenn ich so rede, ist es endlich... Blendet man es aus, eigentlich. So, jetzt bin ich wieder hier. Wäre schon nett, wenn ich hier ein Safe-State mache. Weil ich einfach keine Fee habe, das ist einfach unfair. Irgendwie. Oder nicht. So. Safe-State. Ich will wesentlich mit diesen Herzen da ankommen, wo ich jetzt neu bin. Wesentlich da. Und wenn ich mal wesentlich so einen Energieabsauger finde, der mir dann... Endlich mal eine Fee spendet. Wäre das auch mal richtig nett. Also ich hab die Tasten immer noch nicht auf dem Gamepad. Ich mach jetzt halt immer, ich grab immer so meine Tastatur und drück dann die Taste zum Safe Staten. Wenn ich Angst habe, dass ich mir halt wirklich verdrücke. Das ist gar nicht mal so fair eigentlich. Das sollte aber eigentlich schon reichen. Locker. Ah, jetzt irritieren die mich. Okay, safe state.
So, hier habe ich den Schlüssel gegrabt. Das unfaire Auge. Ach, wenn ich schon gleich da... Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss mir nur angucken. Ist ja fair mit meinem Gamepad. Hier ist anscheinend kein Auge. Finde ich auch gut so. Das war es wert, komm. Oh, ich dachte, das Auge schießt. Und ich erwarte noch den Wurm. Alter, Stachelfetisch pur. Was ist das? Hey, ich gehe einfach nur nach oben, Alter, was geht ab? Jetzt habe ich mich verkackt. Jetzt habe ich verschissen. Jetzt habe ich echt verschissen. Ja, genau. Ja, genau, einfach. Warte, ich lade das nochmal neu. Hey, ich gehe jetzt hier mal schnell durch. Hier ist die Tür. Das war ja urst unfair. Hier will ich jetzt 100% durchkommen. So. So, so. Easy, easy. Ich werde nicht durch den Stachelraum einfach auch nur easy durchkommen. Kann ich hier einfach lang? Hm. Wie schlecht ist das? Bitte. Ah, hier bin ich hier irgendwo. Ich erwarte hier eigentlich irgendwann noch so einen Durchgang oder so. Ich hasse übrigens dunkle Dungeons. Also das ist echt ekelhaft. Da ist ein Porter. Da ist eine Tür und dann könnte ich hier auch lang. Okay, das verstehe ich nicht. Einfach verschieben. Was? Ist hier ein guter Schlüssel erschienen, den ich kriegen kann? Was war das? Hey, wie bin ich jetzt hier? Hä? Ja, habt ihr es auch gesehen? Hä? Bin ich da nicht gerade durch die Wand gelaufen? Bin ich irgendwie geistig dumm? Ja, verstehe ich nicht. Jetzt hat du gemacht, aber ich weiß nicht, was du gemacht hat. Ist hier irgendwas erschienen? Ey, ich muss es wissen jetzt. Hey, sonst gehe ich hier weg. Ich komme sicher wieder am Anfang raus, aber bringt mir das. Wahrscheinlich irgendwo hat es jetzt erschienen. Irgendwo auf der ganzen Map. Natürlich, dass ich wieder hin und her laufen muss. Okay. Aber irgendwie ja nicht. Hey, hey, wo muss ich hin? Wenn ich den umschalte jetzt. Scheiße, ist jetzt rot um? Oder? Ich glaube, ich muss so machen. Weil ich jetzt zu den Würmern gehen will. Moment. Ganz easy. Wirklich jetzt ganz, ganz easy. Das, was ich vermutet habe, mache ich jetzt. Die Porter benutzen, die ich sonst nicht benutzt hätte. Die müssen mich ja woanders auch hinbringen können. Aber manche... denkt man nicht sofort. Sofort. Der hier bringt definitiv zurück. Glaube ich. Sollte er. Habe ich nicht noch... Moment. Ich bin hier. Wenn ich hier rechts gehe, ist das schon mit dem Raum. Scheiße, na, ich hab verkackt. Ich muss den nochmal drücken. So, jetzt muss ich nochmal raus. Achso, nee, war der Zaun von dem verschieben. So, dich aktiviere ich mal, lieber. Ah, jetzt mache ich wieder Safe State Run. Auch mal, bevor ich einen Portal natürlich benutze, erstmal Safe State setzen, weil den ganzen Weg lobe ich nie nochmal. Das kannst du knicken. Alter. Okay. Challenge accepted. Erstmal auf die falsche Taste drücken, wa? So. Ja, ich will keinen Schaden kriegen. Der schießt immer gleich, oder was? Der ist schon so programmiert.
Ey, das ist cool. Okay. Okay, easy. Habe ich gerade gespeichert. Na, okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Das meine ich nur mit einem Safe State der Mächte. Moment. Mal, zau. Ich glaube, ich habe es nie geschafft, hier durchzugehen. Weil er wusste... Er wusste es! Er wusste es, dass zu viele Sprites sind. Und deswegen funktioniert es nicht. Ich muss es echt abwarten. Ich muss erst gucken, was dann passiert. Das ist ja schon assi. Das Auge da. Das Auge hier. Das ist wirklich assi. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann weiß ich nicht. Ich will wissen, jetzt wenigstens einmal gucken, was es ist. Au, 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 au. Aua! Ich glaube, ich schaff das nicht. Ja, das letzte. Jetzt kommen nochmal die Augen. Oh, das Auge hier, wenigstens. Er hat sich nicht aktiviert. Ist nicht schlimm. Jetzt funktioniert er nämlich wirklich. Und bin hier. Was geht ab? Das war's nicht wert. Okay. Alles wird die Macht eigentlich. Zu viele Sprites und dann nicht benutzen zu können. Ah, der war schon mal einmal mein Empfängnis. Ist hier nicht ein Herz unter? Natürlich nicht. Eigentlich wahrscheinlich schon, aber ich habe noch nicht die Zeit abgewartet. So, hallo. Erstmal nach unten gehen. Unten war eigentlich nur der große Schlüssel, glaube ich. Ah, hier ist noch Herzen. Schnell speichern. Oh, zurück. Also hier speichern. Speichern. Können die Herzen droppen? Wahrscheinlich nicht. So, Wasser ist böse. Außerdem, ich vermute auch, dass ich jetzt mein Schwert auf Level 3 mache und jetzt erst schmieden lassen kann. Also verbessert schmieden lassen kann. Müsste ich alles testen. Wenn ich halt wieder endlich mal in die normale Welt zurückkomme. Oh geil, Herzen. Lohnt sich schon wieder zurückzusehen. Und hier habe ich den großen Schlüssel erhalten. Mehr war hier nicht. So, der war auch perfekt unter. So, da ich jetzt aber ein Herz mehr habe, werde ich jetzt so gesafe-stated auch zurückgehen. Ah, gut. Hat sich gelohnt. Oh. Ah, Wasser bildet sich erst. Okay. Wow. Oh, erstmal daneben gehen. So, jetzt das nächste ist hier. Irgendein Teleporter? Scheiße, ich hab den echt irgendwie switched und das falsch. Fuck. Halt nicht so schlimm. Ah, fuck, muss ich jetzt hinnehmen. Jetzt hätte ich wieder die normale Anzahl an Herzen. Naja, hat sich gelohnt, trotzdem. Hier ist ein Teleporter. Der sich vielleicht lohnt. Wo ich wieder abwarten muss. Erst dann kann ich das hier ernst nehmen. Ist ja auch noch ein Herz, ne? Ist da links ein Herz? Noch kann ich nicht. Das ist richtig gut gemacht eigentlich. Den habe ich aber, glaube ich, schon mal getestet. Glaube ich. Dann kann ich ihn, glaube ich, sogar erinnern. Der hat auch nicht immer geschossen. Jetzt hat es funktioniert. Und bin wieder hier. Useless. Useless. Hier ist ein Herz. Oh, hier ist auch ein Herz. Das hat sich gleich gelohnt. Hier war ein Schlüssel. Mehr. So. So, so. Hier links war leider Wurm. Also ein Durchgang erstmal zwischen. Hier war auch nochmal ein Herz, wenn ich Glück hab. Jo. Also die Tür kann ich an sich eh nicht aufmachen. Also das ist mein einziger Anhaltspunkt, den ich noch hab.
Der hier beispielsweise noch. Bringt mich auch nur hierher. Da wäre schon assi, wenn die Gegenden gleich aussehen würden. Das wäre wirklich richtig behindert. Halt mich richtig Trolle leuen lassen. Die leben natürlich wieder. So schwer waren die nicht.